Sendungshall, glaube ich, ist eine einmalige Gelegenheit, wirklich mal zu hören, wie das Leben im Boden tönt. Sendungshall will die Leute für das Leben im Boden sensibilisieren, für das Ökosystem im Boden. Also eigentlich mein Überraschungsmoment, als ich das erste Mal die Aufnahmen gehört habe oder das erste Mal im Boden gehört habe, mit möglichst vielen anderen Leuten zu teilen und eben tatsächlich auch zu sensibilisieren auf das Ökosystem. Es ist zum ersten Mal spektakulär. Keiner von uns hat bis jetzt wirklich Boden gehört. Ich dachte bis vor dem Projekt, dass im Boden Ruhe herrscht. Wir beerdigen unsere Toten in der Erde. Wir denken bei Erde an Ruhe und Abgeschiedenheit. Dass der Boden ein Teil vom Leben ist und wie stark der tönt und lebt und wimmelt und kratzt und wuchert, das habe ich erst durch die Installation von Markus Mäder wirklich erfahren. Den meisten Eindruck haben wir gemacht, die Laute, die fast wie Vogelzwitscher tönt haben. Und was mir auch noch gefallen hat, ist die Kombination zwischen Kunst und Wissenschaft. Das lohnt sich schon, reinzuhören, zu schauen, was auch immer.